werden. Und am Wort ist jetzt Andrea Kunzel von der SPÖ. Wir sparen im System und nicht bei den Menschen, nicht stimmt. Das Gegenteil ist wahr. Sie sparen im Sozialsystem, im Bildungssystem und so weiter. Und damit natürlich dort, wo es die Menschen spüren. Wenn man ein Budget analysiert in seiner Wirkung, dann finde ich immer, ist eine der wichtigsten Fragen, sich anzuschauen, wie sich die Maßnahmen auf die Zukunftschancen der jungen Menschen in unserem Land auswirken. Wir haben gehört, im Bildungsbereich, im Schulbereich wird an den falschen Stellen gespart und bei den Chancen der Kinder gespart. Wie schaut es jetzt bei der höheren Bildung aus, nämlich bei den Universitäten? Für die Universitäten wird es in den nächsten Jahren mehr Geld geben. Deutlich mehr Geld geben. Und das ist gut so. Danke, sehr geehrte Damen und Herren von der ÖVP. Denn diesen Beschluss haben wir vor dem Sommer gefasst, und zwar gegen Ihre Stimmen. Diesen Beschluss haben wir gegen die Stimmen der ÖVP gefasst. Wir erinnern uns an die Phase, wo es eine große Unsicherheit an den Universitäten ging und wo wir gesagt haben, das wollen wir jetzt beenden. Wir wollen, dass es Planungssicherheit gibt. Das ist ein wichtiger Bereich. Hier soll es mehr Geld geben. Interessant ist aber, sehr geehrte Damen und Herren, ist, dass Sie auch in einem Bereich, wo mehr Geld zur Verfügung sein wird durch das Budget, trotzdem an den Zukunftschancen der jungen Menschen sparen, nämlich durch das Gesetz, das Sie im letzten Plenum beschlossen haben, das dazu führen wird, dass es in den kommenden 3 Jahren ungefähr 20.000 Anfängerplätze an den Universitäten weniger geben wird. Das ist ein Fünftel, das ist sehr viel. 20.000 junge Menschen, die eine höhere Bildung machen wollen, die die Fähigkeit dazu haben und denen Sie die Chancen abschneiden. Und das auch noch, ohne diesen 20.000 jungen Menschen Ersatz zu bieten. Denn die rund 400 zusätzlichen Fachhochschulplätze, die ausgebaut werden sollen, werden das nicht kompensieren können. 20.000 Anfängerplätze an den Universitäten weniger, aber nur 400 plus an den Fachhochschulen. Das heißt, weniger Chancen an den Universitäten für junge Menschen ohne Ersatz zu bieten. Das heißt, wir werden viele junge Menschen arbeitslos am Arbeitsmarkt finden. Und das ist sehr, sehr bedauerlich. Der nächste Schritt ist, dass es ab Herbst 30.000 Studierende geben wird, berufstätige Studierende, die Studiengebühren zahlen wollen, weil sie hier das Gesetz nicht bereit sind zu reparieren. Und warum sind sie nicht bereit, das zu reparieren? Das ist im Wissenschaftsausschuss ganz offen gesagt worden. Deshalb, weil das der Einstieg sein soll in flächendeckende Studiengebühren. Das heißt, sehr geehrte Damen und Herren, und das ist einigermaßen überraschend, nicht dort nur, wo gespart wird, wird an Zukunftschancen von jungen Menschen gespart, sondern auch dort, wo mehr Geld in die Hand genommen wird, wird es weniger Chancen für junge Menschen geben. Und das ist äußerst bedauerlich. So, Andrea Kunzel von der SPÖ.